Achtung, jetzt aufpassen. Ich habe den Kanal neu geordnet. Ich habe das aufgrund vieler Vorschläge getan. Und zwar, der hat wie eine Art Baumstruktur. Ich muss das mal ganz kurz erläutern. Es gibt ganz normale Playlists auf dem Kanal. Nebenbei gibt es wie immer die Suchfunktion. Ich weiß nicht, wie ihr hierher gelangt seid, ganz egal. Wichtig ist jetzt Folgendes. Und zwar, Playlists, da geht es dann so los. Zum Beispiel Mathe oder Physik oder was auch immer. Das führt zu ganz kurzen Linkvideos, damit ich überhaupt eine Baumstruktur reinkriege. Zum Beispiel, ich erkläre das mal anhand von Gleichungen. Also, ihr sagt, aha, Gleichungen interessiert mich. Dann gibt es die Variante. Von da aus wird verlinkt zu einem Online-Kurs. Das heißt also, da kann man dann ganz langsam Schritt für Schritt die ganze Sache lernen. Und der, also das ist die Playlist dafür, und der führt dann zu den entsprechenden Videos. In diesem Fall normalerweise erstmal zu dem Video von dem Kurs selber. Und das geht dann so los, von einfach, ganz einfach bis immer schwerer. Und man kann natürlich immer wieder zurückspringen. So, die andere Sache, von den Gleichungen, verschiedenste Arten von Gleichungen. Ich nehme mal jetzt die Bruchgleichung. Also hier sind verschiedene Arten, hier sind die Bruchgleichungen. Die Bruchgleichungen, die fangen natürlich wieder an mit einfachen Brüchen, schwerere und komplexere, richtig knallharte Brüche, Bruchgleichungen und so weiter und so fort. Nebenbei, von den Gleichungen kann man aber auch direkt dazu kommen. Also von dem Linkvideo sind auch Links durchaus angeordnet zu diesem Online-Kurs zum Beispiel oder gleich zu den schweren. Solche Links, die sind immer am Ende angeordnet. Es geht aber auch so weiter, dass wenn ich sage, okay, ich gehe von den Gleichungen zu den Bruchgleichungen und nehme mir hier einfache, schwerere und so weiter, dann ist es durchaus möglich, so wie bei Funktionen und bei allen anderen auch, dass man auch mal wieder zu dem Online-Kurs gelangen kann. Das wird dann immer zum Schluss vorgeschlagen. Also hier am Ende erscheinen dann immer die Playlists oder entsprechenden Verweise und darauf sollte man achten. Also wie gesagt, Baumstruktur geht insofern von der Oberplaylist erstmal zu den kleinen Linkvideos. Da sind dann sofort Links angeordnet und zwar zum Schluss, sodass man sich in aller Ruhe aussuchen kann. Und jetzt komme ich zu diesen hellgrünen Pfeilen. Von den Link-Videos gibt es auch Videovorschläge, die erscheinen dann immer hier oben. Die werden meistens nicht so richtig beachtet, wie ich an den Zugriffszahlen gesehen habe. Beziehungsweise von den Videos gibt es auch Videovorschläge, die dann immer entsprechend zum Thema passen oder eben auch manchmal nicht. Bloß weil sie aktuell sind, habe ich sie dann hier oben angefügt. Solche Dinge. So funktioniert der Kanal. Ich denke mal, ihr werdet damit besser zurechtkommen als bisher. Das war alles ein bisschen zu ungeordnet. Hat mich ein paar Tage Arbeit gekostet, aber ich hoffe, es hilft euch. Na denn, also, ich wünsche euch alles Gute beim Verstehen. Verstehen macht Spaß, sagen alle, und man freut sich dann. Viel Freude also.